Schlecker schließt über 2000 Filialen. Räumungsverkauf mit 30% Rabatt. Enningen, Donau. Am Mittwoch hat die Drogeriekette Schlecker eine Liste veröffentlicht, welche die Namen aller von der Schließung betroffenen Geschäfte beinhaltet. Selbige ist, laut Unternehmensangaben, vorläufig und wird möglicherweise ergänzt. Jedoch werden die derzeit auf die Liste befindlichen Filialen definitiv geschlossen. Alle betroffenen Geschäfte erhielten kürzlich ein Fax. Wir müssen Ihnen heute leider mitteilen, dass Ihre Verkaufsstelle nach vorläufigem Stand zum 24. März 2012 geschlossen wird. Nach derzeitigen Angaben sind ca. 12.000 der schätzungsweise 47.000 Mitarbeiter 2012 betroffen. Jedoch sollen die Schließung nicht automatisch zu einer Kündigung führen. Die wirtschaftlich unvermeidlichen Entlassungen werden einem Sozialplan folgen, dessen Ausgestaltung noch Teil der aktuell laufenden Gespräche zwischen dem vorläufigen Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz und dem Schlecker Gesamtbetriebsrat sowie der Gewerkschaft Verdi ist, teilte Schlecker weiter mit. Nun wird in den benachrichtigten Filialen ein Räumungsverkauf mit 30% Rabatt beginnen, welcher vermutlich zu einem Ansturm auf die Märkte wie im Jahre 2009 bei dem Versandhaus Quelle führen wird.